So, nachdem ich die Telefonanlage neu eingerichtet und getestet habe, geht es nun darum, hier sich anzumelden. Und da habe ich eine Seite gefunden, die garantiert super Gewinne verspricht. Man wird schon in kürzester Zeit Millionär. Hier das Erklärvideo. Vertraulich, aber auch ja, natürlich. Also ist natürlich alles kompletter Unfug. Ich bin auf diese Seite weitergeleitet worden von Höhle der Löwen-System. Mit diesem System wurde Judith Williams noch reicher, als sie eh schon ist. Das ist so eine, das ist die alte Abzocke im Grunde genommen. Die Seite gibt es immer noch, muss man sagen. Und ja, hier auch mit Bill Gates und geworben, ja, es sei die schnellste Methode, um auf dem heutigen Markt Geld zu verdienen, auch wenn sie nicht wissen. Wenn sie wissen, wonach sie suchen müssen, massive Verdienste, ja, sogar 1000%, bla bla bla, künstliche Intelligenz, nehmen sie heute den Platz ein und so weiter. Also so eine Fake-Seite, so eine ganz klassische Fake-Seite, auch mit gefakten Facebook, was passiert, wenn man, nee, siehst du, passiert gar nichts, ist alles Fake, also man kann auch nicht mal hier die Posts aufrufen oder die Namen aufrufen, also alles Fake. Und da würde ich doch sagen, da melde ich mich doch mal an. Ich heiße nämlich Björn Höcke. Keine Sorge, liebe Fans. Ich werde natürlich immer sofort darauf hinweisen, wenn ich angerufen werde. Hallo, ich heiße Bernd. Natürlich ist Bernd der richtige Name, nicht Björn. Ne? Und weil Bernd Höcke ist vergeben, deswegen heiße ich Bernd Ludwig Höcke. Und ist natürlich auch nur eine angelegte E-Mail-Adresse. Und ja, ich fülle das jetzt mal hier aus und dann mal gucken, was gleich passiert. So, jetzt wird hier angeblich irgendwas eingerichtet. Ich bin mal gespannt. Ja. Das ist jetzt die ganze Seite. Kann man hier oben auf Trading vielleicht gehen? Ja, keine Ahnung, wo ich jetzt hier gelandet bin. Ist natürlich alles Fake. Das ist mit ziemlicher Sicherheit alles Fake hier. Also irgendwas mit Krypto. Gott, da ist das so einfach gehalten und jetzt finde ich mich trotzdem hier nicht zurecht. Da, es ist, da steht es ist australische Dollar zu US-Dollar. Achso, das ist Forex, Krypto ist hier. Ja, doch da, jetzt kann man was auswählen. Bitcoin zu US-Dollar. Naja, immerhin. Stimmt das aktuell? Ja, könnte hinkommen. 7000 noch was? Ja, es könnte der aktuelle Kurs sein. Er fällt gerade. Der fällt sogar ziemlich dolle, wenn man hier mal die... Ne, würde ich nicht einsteigen gerade, sagen wir mal so. Langfristig, als Long-Position, von hier nach da. Na, er bricht sozusagen gerade aus diesem Schema aus, wenn man hier eine Linie zieht, die ja eigentlich nach oben geht, von hier eine Linie zieht, dann bricht er jetzt gerade aus diesem Aufwärtstrend aus. Also ich würde gerade nicht einsteigen. Sagen wir mal so. Ja gut, aber ich bin gar nicht sicher, ob das überhaupt echt ist oder ob das nicht fake ist. Ich habe dann hier noch eine andere Seite, supergewinne.de. Das ist typisch klassisch Autogewinne. Und da melde ich mich auch mal an, ob dann vielleicht irgendwas in Bezug auf Dinner for Dogs wiederkommt. Oder so. Dinner for Cats in diesem Fall. Ja, ist ja diesmal eine Katze, die ich habe. Und ja, mal gucken. Ihr erfahrt natürlich alles hier auf diesem Kanal. Höcke? Hallo, schönen guten Tag. Ich spreche da gerade mit Björn Höcke. Bernd ist der Name. Bernd Höcke. Ach so, hier steht Björn Höcke. Nee, Bernd. Lernen Sie das endlich mal. Bernd Höcke. Ah, okay, ich rufe Sie von der Handelsplattform 24 Optionen an, hallo. Guten Tag. Dabei geht es ja um eine automatisierte Trading Bitcoins. Ja. Wie wurden Sie da auf uns aufmerksam?
Na, ich habe mich da angemeldet. Ich habe die Seite gesehen und habe mich da angemeldet. Ah, okay. Ich höre mich irgendwie doppelt. Sie hören sich was? Ich höre mich doppelt. Ja. Ich kann Sie hören. Ich kann Sie gut hören. Okay, weil ich höre mich halt nur doppelt. Aber das ist unrelevant. Auf jeden Fall, Sie meinten, die haben im Internet uns recherchiert sozusagen, bei uns recherchiert. Ja. Genau, und da wurden sie aufmerksam und dachten, sie wollten ein gesundes, passives Einkommen bei uns erwirtschaften. Ja, genau, ich habe das da gesehen. Auf der Webseite ja. Und habe mich dann da angemeldet. Ah, okay. Ich bin für Ihre Kontoaktivierung zuständig. Haben Sie überhaupt Erfahrung im Bereich Finanzmarkt? Nee, da habe ich bisher keine Erfahrung, nee. Genau, weil Sie bekommen ja von uns einen Bestandskundenbetreuer, der über 10 Jahre im Bereich Finanzmarkt sich auskennt. Na? Der ist auch komplett für Sie kostenlos. Aha. Ja, cool. Ja, weil viele Menschen bei uns an, ohne Erfahrung im Bereich Finanzmarkt zu haben und traden einfach so, da bekommen wir negative Feedbacks. Um das zu vermeiden, bieten wir jetzt auch einen Bestandskundenbetreuer an, der über 10 Jahre im Bereich Finanzmarkt sich auskennt. Ja, klingt gut. Genau. Mit was haben Sie sich denn eigentlich angemeldet? Mit Laptop, Computer, Smartphone? Nee, mit meinem ganz normalen Computer. Okay, können Sie mal kurz den Computer anmachen, Herr Hocke? Den Höcke ist der Name, nicht Hocke, Höcke. Höcke, Moment. Ah, okay, OE. Sie haben gesagt okay. Hocke, der Name ist Höcke, Bernd Höcke. Genau, aber hier wurde hinterlegt Bion Hocke. Nee, das ist aber nicht das richtig. Aber das müssen wir dann ändern. Sie heißen ja Bernd Ludwig Höcke, ne? Ja, genau. Genau, das ändert aber Ludwig ist nur der Zweitname. Ja? Ludwig ist also Bernd Höcke. Bernd Höcke. Okay. Auf jeden Fall, können Sie mal kurz den Computer anmachen? Ja, wozu denn genau? Damit wir Ihr Konto aktivieren können. Ach so, okay, alles klar. Moment, dann mach ich den mal eben an, ja? Ja. So, ja, ich habe einen sehr modernen Rechner. Ist schon hochgefahren. Wunderbar. Da geht sie mal ins Internet. Ja. Mit dem Internet Explorer? Nee, mit Firefox oder Google Chrome. Ah, Firefox. Da habe ich ja schon Firefox 32. Genau, dann mache ich das mit dem. So. Und dann? Genau. Dann müsst ihr auf www. Ja. 24 Option. Ja. .com. .com. Ja. So, das sieht hier sozusagen eine schwarze Startseite, ne? Nee, ich sehe jetzt hier, traden Sie Cannabis-Aktien. Genau, da steht ja anmelden und registrieren, ne? Ganz oben. Nee, jetzt sehe ich so ein Fußballstadion oder was das ist. Genau, eine Fußballmannschaft, Juventus. Und darunter sehe ich Ihre Finanzmärkte an einem Ort. Genau, da oben, ne? Oben rechts steht anmelden und registrieren. Da steht anmelden, ja. Genau, da klicken Sie mal drauf. Da ist bei uns ein Fehler hinterlaufen. Was will ich? Was ist Ihnen da? Genau, bei anmelden. Anmelden, ja, steht da. Genau, da klicken Sie mal drauf. Auf anmelden, okay. Genau, da ist uns ein Fehler hinterlaufen. Ein Fehler hinterlaufen? Da müssen wir das erstmal korrigieren. Sie meinen, Ihnen ist da ein Fehler unterlaufen, ein Rechtschreibfehler? Nee, also wir hatten System einen Fehler. Systemfehler. Oh, das müssen wir wieder beheben. Okay. Genau. Jetzt steht ja Ihr Benutzername und Passwort drauf. Ja? Ja.
Aber Benutzername fügen Sie mal hinzu: bernd.ludwig.höcke@gmail.com. Okay, also meine E-Mail-Adresse dann. Genau, Ihre E-Mail-Adresse. Genau. Gebe ich dann da ein. bernd.ludwig.höcke@gmail.com, ja. Genau, Ihr Passwort habe ich auch generiert. Ihr Passwort ändern bitte nachhinein. Genau. Ihr Passwort habe ich jetzt gerade generiert. Ihr Passwort lautet jetzt ein großes A. Ja. Ein kleines B. Ja. Ein kleines C. Ja. Und ein kleines D. Ja. Also A, B, C, D. Ne? Ja. Sag mal, komisches 1, Passwort. 1, 2, 3, 4 am Schluss. Ist das nicht ein bisschen einfach, das Passwort? A, B, C, D, A, B, C, genau, D? Genau, Ihr Passwort ändert bitte nachhinein. Okay, alles klar. Also einfach nur A, B, C, D quasi. Genau, das A nur groß. Ja, genau. Vier Buchstaben. A, B, C, D. Genau. Okay. Und dann auf Anmelden? Genau, dann müssen Sie auf Anmelden klicken. Kann nicht mit den angegebenen Anmeldeinformationen anmelden. Ah, okay, dann müssen wir das nochmal eingeben. ludwighöcke@gmail.com. Genau, ein großes A. B, C, D. So. Oder 1, 2, 3, 4. Oder 1, 2, 3, 4? Nee, am Schluss dann noch 1, 2, 3, 4 noch. Also A, B, C, D und dann 1, 2, 3, 4. Genau, das A wird groß geschrieben. So, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. So, und dann anmelden. Genau, auf anmelden. So. Herzlich willkommen. Danke, dass Sie sich für das Trading mit 24 Option entschieden haben. Genau. Aufgrund gesetzlicher und jetzt öffnet sich nochmal was Neues. 2019 war für Anleger sehr spannend. 2020 könnte noch besser werden. Genau. Da müssen Sie einmal auf Fortfahren klicken. Was muss ich da? Auf Fortfahren. Fortfahren? Nö, da ist nur ein Button zum Trading. Ach so, dann gehen Sie da ganz oben rechts Einzahlung. Ganz oben rechts Einzahlung? Nö, habe ich nicht. Ich habe hier 2019 war für Anleger sehr spannend. 2020 könnte noch besser werden. 2019 gab es einige spannende Momente für Investoren, die bei verschiedenen Assetklassen zu hoher Volatilität führten, was wiederum für hohe Gewinne und Verluste sorgte. Angefangen beim Brexit-Drama bis zum Handelskrieg zwischen den USA und China gab es makroökonomisch eine wahre Achterbahnfahrt. Rohstoffe wurden durch die Produktionssenkungen der OPEC sowie den potenziellen Krieg am Persischen Golf beeinflusst. Bleiben Sie dran. Ach so, Sie jetzt bei der Startseite. Nee, ich habe jetzt auf Anmelden geklickt und dann kam das. Ach so, sehen Sie irgendwo Trade? Steht da irgendwo Trade drauf? Ja, zum Trading steht da. Genau, dann klicken Sie mal drauf zum Trading. Da klicke ich drauf, zum Trading, okay. Oh, jetzt öffnet sich eine weiße Seite, jetzt wird sie schwarz. Ja, jetzt bin ich angemeldet scheinbar. Das ist gerade hereingekommen, die Assets dieser Woche. USD, CAD und Alibaba. Genau, sind Sie ganz oben rechts Einzahlung. Nee, das ist ja englischsprachig alles. Steht da Deposit? Ja. Da klicken Sie mal drauf. Ja. Na, und was steht jetzt bei Ihnen drauf? Das ist gerade hereingekommen, die Assets dieser Woche. USD-CAD und rechts daneben Alibaba.com. Okay, Moment. Geben Sie mir nochmal auf das Buchleister ein. Auf die, was soll ich? Auf der Suchleiste. In die Suchleiste? Sehe ich hier nicht. Nee, ganz, ganz oben. Wieder www. Die Adressleiste, okay. Genau, die Adressleiste. Ja. www. Ja. 24 Option. Ja. .com. Spricht man das dann nicht Englisch aus, wenn es .com ist? 24option.com? Genau, das stellen wir jetzt gleich in Deutsch um.
So, jetzt bin ich wieder auf der Startseite, wo ich vorhin schon war. Okay. Jetzt sehe ich wieder das Fußballstadion. Fußballstadion? Ja, jetzt sehe ich die Cannabis-Docs. Genau, da ist Cannabis-Docs. Ist es jetzt auf Englisch oder auf Deutsch? Nee, auf Englisch ist das. Genau. Sie sehen ja die goldene Symbol 24option.com. Ja, ganz links. Links ist das. Genau, und da ist ja so eine englische Flagge. Ja. Da klicken Sie mal drauf und stellen auf Deutsch um. Ja, die Adresse ist noch die gleiche, .com, aber 24 Optionen wünscht seinem Partner Juventus viel Glück für die neue Fußballsaison. Genau, da oben steht ja jetzt anmelden oder registrieren drauf. Oder nee, Einzahlung. Nee, der, wo jetzt? Nee, hier steht Trade, CFD, Weiterbildung, Konto, Konditionen, mein Profil, Einzahlung. Genau, Einzahlung. Klickt die da drauf? Einzahlung, okay. Willkommen zurück. Was steht jetzt drauf? Letzter Schritt, bevor Sie mit dem Trading fortfahren können, müssen Sie diesen kleinen Schritt durchführen. Genau. Wir müssen Sie bitten, diesen Fragebogen auszufüllen, um sicherzustellen, dass Sie genügend Trading-Kenntnisse besitzen. Um genau, informierte Entscheidungen zu treffen und um uns zu helfen, zu bestimmen, wie wir Sie bei diesem Prozess am besten unterstützen können. Genau. Muss ich jetzt da draufklicken? Fragebogen fortsetzen, okay. Aber fortsetzen? Ich habe ja noch gar nichts gemacht. Okay, was steht jetzt drauf? Jetzt steht da, es kommt kein Fragebogen, jetzt steht da, machen Sie eine Einzahlung mit 24 Optionen. Genau, das ist der erste Schritt. Ja? Sie parken nur das Geld jetzt risikofrei. Okay, das heißt, ich muss jetzt erst eine Einzahlung tätigen? Genau, also Sie können gering anfangen mit 250 Euro. Ja, und was ist jetzt mit dem Fragebogen? Der Fragebogen kommt dann danach. Ach so, der kommt danach. Okay. Dann genau, gebe ich da 250, haben Sie gesagt, ne? Dann gebe ich da 250 bitte? Ein. Sie haben gesagt 250, ne? Dann gebe ich da 250 ein. Genau, da ist ja extra so ein Button. Ach so, auf den klicke ich dann drauf, oder? Genau. Okay, ja, ja. Genau. Und jetzt, mit was möchten Sie dann einzahlen? Da kann man hier sonstiges. Haben Sie eine Kreditkarte? Ich habe eine Kreditkarte, aber die habe ich jetzt nicht gerade nicht zur Hand, ne? Oder haben Sie Online-Banking? Ja, normales Girokonto Online-Banking, ne? Genau, genau, das würde auch gehen. Aber wissen Sie Ihr Online-Banking-Zugang? Bitte? Wissen Sie Ihr Online-Banking-Zugang? Meinen Sie die Zugangsdaten zu meinem Online-Banking, oder was? Genau, genau. Ja, ja sicher, klar. Okay, na wunderbar. Dann klicken Sie auf elektronische Geldbörse. Okay. Giropay, Skrill, sofort. Genau, da klicken Sie auf sofort. Aha. Und dann steht ja Ihr Vor- und Nachname drauf. Ja. Und da klicken Sie auf Aufladung. Aber nee, da steht, hallo, da steht Björn Höcke. Ja. Immer noch? Ja, es muss ja Bernd Höcke. Weiß nicht, warum das immer alle falsch machen, aber der Name ist natürlich Bernd Höcke. Genau, kleinen Moment, ich ändere das kurz. Ja, muss. Bernd. Aber ich kann das auch hier ändern. Ich kann da reinklicken und dann kann ich das ändern. Hier hab ich das schon. Bernd Höcke, ja? Moment. Genau, Sie müssen sich noch einmal abmelden und wieder anmelden, ach bitte. Ach so. Okay. Na? Das geht aber bei Zahlungsmethoden wieder raus. Also ich schließe das jetzt, ja? Ja. Und da oben steht ja jetzt Willkommen, Bernd Höcke. Nee, jetzt steht hier persönliche Angaben. Um eine Einzahlung, obwohl ich das weggeklickt habe. Ah, okay, das ist jetzt der Fragebogen. Um eine Einzahlung zu tätigen, müssen Sie zunächst Ihr Konto bestätigen. Genau, das ist. Also ich habe es jetzt weggeklickt, aber jetzt kommt das. Genau, das gibst du kurz mal ein. Also soll ich das jetzt ausfüllen oder nicht? Genau, füllen Sie das erstmal aus. Okay, ausfüllen. So, also Geburtsdatum. Genau. Ich warte dann. Das
erstmal Licht hier. So, Geburtsdatum. Na. Ach ne, das geht immer weiter. So, Straße. So. Ich bin verpflichtet, in den USA Steuern anzugeben. Sie wohnen hier in Deutschland, ja? Ja, ja klar. Genau, da müssen sind Sie nicht verpflichtet. Gut, dann lasse ich einfach frei, würde ich jetzt auch. Okay. Oder haben Sie Geschäfte in USA? Nee, nee. Okay, dann müssen Sie das auslassen. So, also, oh, hab mich verschrieben da. So, Wolfshalde 18. So. Aktualisieren, ne? Klicke ich jetzt drauf. Genau, jetzt müssen Sie aktualisieren. Bitte nennen Sie uns Ihren beruflichen Status. Genau. Aha. Wählen Sie Ihre Branche. Na, Buchhaltung, ne, Finanzen, Fonds, Rechtsanwalt, aber, also Computersoftware ist es ja nicht, ne? Steht da irgendwo Angestellter oder so drauf? Ja, ich bin Angestellter in einem Reparaturservice für alte Laptops. Okay. Aber es ist ja Computersoftware, steht ja hier, das ist es ja nicht. Dann wäre es ja Sonstige, ne? Genau, Sonstiges müssen Sie da. Und da müssen Sie das auch spezifizieren. Achso, dann trägt man das selber ein, okay. Genau, das müssen Sie da spezifizieren. So, Elektronikrestaurator. Abschicken. Genau. Ach Gott, das war Ausbildungsniveau. Mhm. Ja, ich habe einen normalen Schulabschluss, ne? Sind Sie eine politisch aktive Person? Ja. Das ist schon mal hervorragend. Ja, einfach ja. Was soll man da... Also ich habe jetzt ja angeklickt und was... Jetzt soll ich da auch irgendwas eintragen. Dann tippe ich einfach mal ja ein. Dann weiß ich jetzt nicht... Hauptquellen genau. Für das Trading-Guthaben. Ja, mein Geld, ne? Was soll ich da... Genau, Beschäftigung. Okay, Beschäftigung, okay. Mein Jahreseinkommen soll ich jetzt noch angeben. Ungefähr. Ja, ungefähr. Mal 10, mal 12. Brutto oder netto? Brutto oder netto. Also das ist komplett Ihnen überlassen. Ach so. Also Sie haben ja hier keine Kategorie, dann nehme ich natürlich Brutto, ne? Ist ja klar. Der ist ja dann höher, der Betrag, ne? Kann ich ein bisschen mehr kotzen. Ja. Ja, dann sind das hier, ne? So, Nettovermögen, Finanzinstrumente ungefähr. Und Geldeinlagen, also meine Reserven quasi. Mhm. Ja. Wie viel planen Sie im nächsten Jahr bei uns aufzuladen? Ja, wenn das genau. Klappt. Genau, das ist eine Frage. Ja, ich wär schon bereit, mein Vermögen dann da so ein bisschen zu investieren. Mhm. Warum möchten Sie traden? Ja, Chance nutzen, ein zusätzliches Einkommen zu erzielen. Ja, klar. Wie würden Sie reagieren, wenn Sie Verluste erleiden? Aha. Genau. Das ist kein großes Problem. Ich bin bereit, zu riskieren. Ich erwarte manchmal zu verlieren. Das gehört zum Trading. Ich mache vielleicht eine Pause, aber werde dann wieder laden. Ich wäre nicht in der Lage, nachts zu schlafen. Ja, gar nichts davon. Ich würde mich ärgern. Aber das kann man hier gar genau, nicht auswählen. Da könnte irgendwas ankreuzen. Irgendwas? Irgendwas. Ja, aber dann, ne? Mit der Trading-Strategie, das finde ich klingt am logischsten. Welche der folgenden Finanzinstrumente haben Sie schon einmal getradet? Nee, hab ich ja nicht.
keine Trading-Erfahrung. Bitte auswählen. Ich arbeite oder habe mindestens ein Jahr im Finanzsektor gearbeitet? Nee. Ich besuche Seminare? Nee. Alle der oben genannten? Keins der genannten. Ja, keins der genannten. Welche der folgenden Aussagen trifft auf Differenzkontrakte zu? Zugrunde liegende Assets werden physisch zum Trader gebracht, sind nicht riskant, sind spekulativ komplex und riskant. Was muss ich da denn ankreuzen? Das ist Ihre Frage. Bitte? Das ist Ihr Fragebogen. Ich darf Ihnen keine, leider keine Antwort geben. Aha. Das ist Ihre Bestandskundenbetreuer. Wieso dürfen Sie mir das denn nicht sagen jetzt hier? Verstehe ich nicht. Weil das ist Ihre Bestandskundenbetreuer, damit dass ich einschätzen kann, inwieweit Sie sich da auskennen. Ach so, okay. Genau, wenn ich das Ihnen jetzt vorsage, dann habt ihr alles richtig. Ja, aber es ist doch besser, wenn man dann alles richtig hat. Ja, das stimmt. Aber der Bestandskundenbetreuer will ja auch wissen, inwieweit Sie da fit sind. Okay. Damit er mit Ihnen zusammenarbeiten kann. Mhm. Also ich muss sagen, das ist neu. Weil normalerweise kriege ich das an dieser Stelle immer vorgesagt. Ach so, leider darf ich Ihnen das nicht sagen. Ja. Ist ja fast, ist ja fast eigentlich schon... Wenn ich Ihnen das sagen würde, bekomme ich eins auf den Deckel. Ja, ja, ist ja eigentlich fast auch schon positiv, ne? Weil wie gesagt... Was meinst du damit positiv? Bitte? Was meinst du damit positiv? Naja, normalerweise bekomme ich das an der Stelle immer vorgesagt. Ja, also ich meine, ich kenne 24 Option. Ja. Die sind ja auch mal in die Kritik geraten, so formuliere ich das mal, vor einem Jahr ungefähr. Ja. Und ein Reportageteam von, ich weiß nicht, von welchem Sender da jetzt, aber ich meine, ich glaube, es war aus dem Funknetzwerk, ist ja dann sogar, sie sitzen in Zypern, ne? Genau, also jetzt sitzen wir hier in Deutschland. Ja, ja, aber der Firmensitz ist in Zypern. Genau, ja, also ja. Ganz große Filiale. Und da wurde kein so positives Bild von 24 Option gezeichnet, aus sehr guten Gründen auch. Oh weh. Aber scheinbar sind sie ja zumindest nicht so unseriös, dass sie mich an dieser Stelle jetzt nicht weiterlassen, weil ich würde jetzt raten. Ich weiß natürlich, dass es Auswahl Nummer 3 ist, aber an dieser Stelle hätte ich ja jetzt nicht, hätte ich ja raten müssen als jemand, der keine Ahnung hat. Genau, da müssen Sie leider raten, weil das ist nur für den Bestandskundenbetreuer, okay. Damit das Sie einschätzen kann. Ja, gut, dann rate ich jetzt mal. Okay. Was ist der Hauptfaktor, der die Preise zugrunde liegender Währungsmärkte beeinflusst? Zinssätze und Wirtschaftsereignisse, Entlassungen. Naja. Je nachdem, ne? Das kann ja auch ein Schmetterlingseffekt sein. Auch Entlassungen können zugrunde liegende Währungsmärkte beeinflussen, ne? Aber es wird ja nach dem Hauptfaktor gefragt. Zinssätze, Wirtschaftsereignisse, Ankündigungen. Ja, alle, also im Grunde genommen alles drei, aber was der Hauptfaktor ist. Ankündigung von Unternehmensdiensten. Also, machen wir mal das erste. Wenn Sie auf einer Handelsplattform von 24 Option eine Position in der BMW-Aktie eröffnen, was ich nicht tun würde, wo können Sie diese schließen? Genau, wo können Sie das denn schließen? Naja, also wenn ich auf der Handelsplattform die Position eröffne, dann kann ich sie da auch wieder schließen, logischerweise. Genau. Ja. Gut, also das kriegt man per Logik noch hin. Wie hoch wäre der erforderliche Margin, um eine CFD-Position von einem Lot, 100.000 Euro für US-Dollar zu eröffnen, wenn Ihr Hebel 1 zu 100 beträgt? Also Margin von 1%. Mensch, jetzt kommen Sie aber hier mit den Mathe-Sachen um die Ecke hier. 1% von 100.000? Ja, wollte ich gerade sagen. Da muss man ja dann 100.000 durch 100 rechnen. Genau. Um eine Margin von 1% auszurechnen. So, das wären dann 2 Kommastellen verrückt. Ne? Das wären dann, nee, man muss zwei Nullen wegstreichen, dann hat man quasi 1000. Die Antwort darf ich Ihnen leider nicht geben. Ja.
Wie hoch wäre der erforderliche Margin, um eine CFD-Position von 1 Lot für Euro US-Dollar zu eröffnen, wenn ihr Hebel 1 zu 100 beträgt? Würde ich jetzt aber sagen, wenn der Hebel 100 zu 1 wäre, dann bräuchte man ja wiederum, also würde ich schon sagen, dass dann, wenn der Hebel 1 zu 100 beträgt, dass man dann 1000 braucht. Ein Trader hat ein Handelskapitalguthaben von 10.000 Euro und eröffnet eine CFD-Position im Euro-USD bei 1,1. Wie hoch wird der Verlust ausfallen, wenn der Preis um 10 Pips gegen den Trader läuft, der Wert eines Pips 45 Euro beträgt und der Hebel bei 1 zu 50 liegt? Genau. Jetzt kommen sie aber hier schon mit den wirklich mathematischen Sachen um die Ecke. Da bin ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Nicht im Kopf rechnen. Das ist. Bitte? Wie viel ist 10 mal 45? Ja, Moment, jetzt muss ich mal eben hier. Also, ein Trader hat. Es ist ja wie früher. Wie die Matheaufgaben früher. Wieso? Wie die Sacharbeit damals. Genau, ja, so. Ein Trader hat ein Handelsvermögen. 10.000 Euro hat man auf dem Konto und eröffnet eine Position bei 1,1. So, wie hoch wird der Verlust ausfallen, wenn der Preis um 10 Pips gegen den Trader läuft und der Wert eines Pips 45 Euro beträgt? Ja, dann wird er 10 Pips mal die 45 Euro, würde ich sagen. Das heißt, 10 mal 45 sind ja dann 450. Genau, wunderbar. Gegen den Trader läuft, der Wert eines Pips und der Hebel bei 1 zu 50 liegen. Ja, ach so, der Hebel bei 1 zu 50 liegt. Aha. Ja, aber das ist ja unerheblich. Das ist ja unerheblich, weil man hat ja 10 Pips, die man verliert, und ein Pip hat den Wert 45. Dann ist ja der Hebel egal, eigentlich. Der Wert des Pips ist ja schon angegeben. Ja, aber der Wert des Pips ist ja schon angegeben. Dann ist ja der Hebel irrelevant. So, also 450 wäre es ja dann. Hiermit bestätige ich, dass die oben angegebenen Informationen, welche oben angegebenen, da stehen noch jetzt gar keine, wahr, richtig und vollständig sind. Ich werde das Unternehmen bei Änderung der oben angegebenen Informationen informieren. Ich verstehe, dass CFDs nicht für alle geeignet sind und nur von Personen getradet werden sollten, die eine hohe Risikotoleranz haben und Verluste tolerieren können. Ja. Jetzt komme ich wieder zu der Einzahlung hier. Machen Sie eine Einzahlung mit 24 Option. Genau, da klicken Sie mal die 250. Ja, habe ich schon gemacht. Und dann geben Sie mal auf Support. Elektronische Geldbörse und dann sofort, ne? Genau. So, jetzt steht da aber immer noch Björn Hocke. Genau, da müssen Sie sich einmal bitte abmelden. Also ich muss dann da den richtigen Namen eintragen, oder was? Soll ich den Namen jetzt ändern? Moment, also den haben wir schon für Sie geändert. Ja, was muss ich dann jetzt machen? Das verstehe ich jetzt nicht. Jetzt gehen Sie mal auf Einzahlung komplett raus. Ja, also wieder auf das Kreuzchen. Genau. Okay. Dann oben steht ja, willkommen Björn Hocke, ne? So, ich steht hier erstmal, sind Sie sicher, dass Sie abbrechen wollen? Genau, ja. Ja, ich bin sicher. Ich bin sicher. Okay, ich bin sicher. Wir haben ein Demokonto für Sie erstellt. Ihrem Demokonto wurden 100.000 Euro gutgeschrieben. Genau, da steht jetzt, Sie kommen Björn Hocke, ne? Nee, da steht, wir haben ein Demokonto für Sie erstellt. Ihrem Demokonto wurden 100.000 Euro gutgeschrieben. Wichtige Nachricht, Demokonten zeigen die Trading-Konditionen eines Platin-Kontos an. Okay. Zu meinem Demokonto. Da müssen wir auch kurz mal raus, aus dem raus. Demokonto. Da auch rausgehen, okay. Da auch raus. So, jetzt habe ich hier so eine Übersicht, so ein Graph mit Euro-US-Dollar. Ah, ja, genau, lohnt da ganz gerade. Oben steht ja willkommen. Ja, also wenn man heute Nachmittag das Währungspaar gekauft hätte, dann würde man jetzt gerade Gewinne einfahren. Das stimmt. Ja. Und man müsste noch nicht raus. Wenn ich hier mal den Graphen zeichne, dann müsste man aktuell auch noch nicht raus. Wie bitte? Wenn ich jetzt heute Mittag das Währungspaar Euro-US-Dollar gekauft hätte,
dann würde ich jetzt gerade Gewinne einfahren und müsste jetzt gerade auch noch nicht aus der Position rausgehen. Da kann ich noch drin bleiben. Das stimmt, ja, aber das erklärt Ihnen auch der Bestandskundenbetreuer. Ja, gut. Ja, gut. Ja, da oben steht jetzt Willkommen Björn Höcke, ja? Da steht Willkommen Björn Höcke, genau, ja. Genau, da klicken Sie drauf und gehen auf Abmelden. Abmelden, okay. Genau, und jetzt wieder auf Anmelden. Anmelden, okay. Da geben Sie mal ein, wieder Ihre E-Mail-Adresse. Ja, die steht da noch, ja. Und Passwort wieder, ein großes A. Ja. Ein kleines B. Ja. C, D. Ein kleines C. Ja. Und ein kleines D. Ja. Oder 1, 2, 3, 4. Ja, und dann anmelden. So. Genau. Machen Sie eine Einzahlung mit 24 Option. Jetzt bin ich wieder da. Genau, nach genau. Nach einigen kurzen Schritten. So, und jetzt da eintragen. Genau, jetzt müssen Sie, was steht da drauf? Bestimmen Sie Ihren Betrag und wählen Sie Ihre bevorzugte Zahlungsmethode. Genau, das geben Sie nochmal 250 ein. Elektronische Geldbörse. Ja. Und dann sofort, haben Sie gesagt? Genau, ja. Ja, jetzt steht da, ja, jetzt steht mit OE, aber das ist ja in Ordnung. Bernd Höcke, genau, ja. Genau. Und dann auf Einzahlung klicken. Eine Aufladung steht hier. Oder aufladen, genau. Ja, so, aufladen. Und da öffnet sich sozusagen ein kleiner Fenster. Girogate, sofort.com. Welcome, choose your country and your bank. Genau, da müssen Sie einmal den Banknamen eingeben. Mhm. Und dann soll ich das über Klarna machen? Genau, über Klarna wird es halt dementsprechend schnell hineingefügt. Ah, da muss das Vertrauen natürlich sehr groß sein in Sie und den Klarna, ne? Das ist natürlich... Wie bitte? Na, wenn ich das jetzt mache, das Vertrauen muss ja dann in Sie und in Klarna sehr groß sein, ne? Genau, ja, auf jeden Fall, ne? Ja, deswegen bin ich da jetzt eher so ein bisschen zurückhaltend. Oder haben Sie vielleicht eine Kreditkarte? Ja, eine Kreditkarte habe ich auch, ja. Aber da weiß ich jetzt nicht, wo die gerade ist. Die muss hier irgendwo in der Schublade sein, wo ich so einen Kram all habe. Die benutze ich eigentlich nicht. Weil kleiner Fenster, ne, das verbindet Sie direkt zu Ihrem Bank. Ja, ja, ist schon klar. Das ist mir schon klar. Ja. Also da brauchen Sie wirklich keine Angst haben. Ja, das kann sein, aber mache ich dann jetzt doch nicht. Das ist immer so der Zeitpunkt. Normalerweise mache ich es mit Kreditkarte, dann kann man den Leuten noch ein bisschen mehr Zeit stehlen. Aber als so schlimm haben sie sich ja jetzt gar nicht herausgestellt, zumindest nicht jetzt anhand des Fragebogens. Da haben sie mir ja tatsächlich nicht geholfen. Also da haben sie mich ja jetzt schon mal nicht beschissen. 24 Option ist eine windige Sache, aber zumindest haben sie mich da jetzt nicht beschissen. Auf keinen Fall, sowas würden wir niemals machen, da wir auch hier in Deutschland sind. Okay, aber wenn Sie doch in Deutschland sind, sind Sie dann bei dem Namen Björn Höcke, nein, er heißt doch Bernd, gar nicht skeptisch geworden? Doch, eigentlich schon. Ja. Na? In der Wolfshalde 18. Also ich meine... Na, ich wohne angeblich in der Wolfshalde 18. Also ich meine, bin geboren am 1. April 88. Also ich meine, waren Sie nicht irritiert? Doch, eigentlich schon. Aber ich kenne irgendwo den Bernd Höcke. Ja, Sie dachten Bernd Höcke, der meldet sich jetzt hier bei 24 Option an, oder? Ach so, Sie haben mich nur verarscht. Nein, getestet. Verarscht würde ich nicht sagen, getestet. Aber Sie haben den Test ja bestanden. Ach so, ich bin doch der Björn Höcke. Ja, aber Sie haben den Test ja bestanden. Insofern ist ja alles in Ordnung eigentlich soweit. Ich möchte an dieser Stelle, weil, also zwei Dinge. Wir sind erstens wieder über 100 Zuschauer. Also herzlich gegrüßt, vielen, vielen Dank, dass ihr so lange immer dabei seid. Das freut mich, dass ihr auch so regelmäßig immer dabei seid. Und ich grüße ganz herzlich Selja oder wie man sie ausspricht, die innig darum gebeten hat, sie möchte doch an dieser Stelle gegrüßt werden. Möchten Sie noch jemanden grüßen? Nee, leider nicht. Ja, das ist schade.
Okay. Dann. Bin ich jetzt in live im Fernsehen? Nicht im Fernsehen, nee. Ja, im modernen Fernsehen. Sowas macht man heutzutage ja auf YouTube. Ah, okay, Sie sind YouTuber? Ja. Ah, okay. Wahnsinn. So, aber jetzt habe ich noch eine Frage. Sie haben ja vorhin ein technisches Problem angesprochen und das möchte ich natürlich auch dann doch jetzt langsam mal lösen, weil Sie mich schon mehrere darauf angesprochen haben. Das ist, ja. Ist das sehr störend, dass Sie dieser Widerhall, dass Sie sich wiederhören? Also dieses AA anmelden, das kam heute zufälligerweise. Na? Aber nee, einen kleinen Moment bitte, ja? Nee, ich meine Sie. Sie hören sich doch doppelt. Genau, ich höre mich doppelt, ja. Ja, das ist doch bestimmt störend, oder? Soll ich das am besten mal ändern, oder? Ja, könnt ihr das ändern? Ja, jetzt in diesem Moment nicht. Aber langfristig gesehen, weil mich rufen ja hoffentlich noch mehr Leute an. Und dass ich das ich dann hoffe, ja. im Laufe der Zeit ändere. Wir wollen ja auch, ändere. Dass das Mitmenschen. Bitte? Wir wollen ja auch nur, dass die Menschen auch ein gesundes, passives Einkommen bei uns erwirtschaften können. Ja. Meine Zuschauer glauben Ihnen das bestimmt. Okay. Ja. Nein, die wissen natürlich, dass ich mich bei dieser Sache mit Höhle der Löwen angemeldet habe. Und, ah, okay. Und deswegen wissen die auch, dass das ein bisschen windig ist, was sie machen. Und die werden Ihnen das wahrscheinlich genauso wenig wie ich glauben, dass sie eine ganz seriöse Sache machen. Ne? Ich meine, CFD Trading ist eine hochspekulative Sache. Das sind binäre Optionen in neuem Gewand. Ob man ins Casino geht oder CFD-Trading macht, das ist sich manchmal gleich. Die Chancen sind bei CFD-Trading, wenn man sich auskennt, vielleicht ein bisschen besser. Aber insgesamt wird es keiner machen, der sein Geld anlegen will. Ne? Da haben Sie vollkommen recht. Ja. Na, dann haben Sie noch weitere Fragen? Nö, eigentlich nicht. Wir wissen eigentlich alle okay. Bescheid und suchen Sie sich einen anständigen Job bei einer vernünftigen Firma. Sie scheinen ja ein ganz korrekter Typ zu sein. Sie haben mich ja nicht in die Scheiße reingeritten, sondern haben ehrlich gesagt, dass Sie mir da nichts vorsagen dürfen. Das machen andere Leute anders, habe ich ja vorhin erzählt. Aber genau, vielleicht bei genau. einer anderen Firma arbeiten. Das wäre meine Empfehlung. Okay, danke für die Empfehlung. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Tag. Ich bedanke mich fürs Gespräch und für die Zeit. Und dann verbleiben wir so. Wünsche Ihnen auch noch einen angenehmen Tag. Danke sehr. Wünsche ich Ihnen auch, ja? Danke. Tschüss. Tschüss. Also unter den Betrügern war er schon mal der Netteste, würde ich sagen. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen. Um Ihren Gewinn, einen Audi A8, entgegenzunehmen, senden Sie bitte Ihren Namen und Ihre IBAN an die nächstgelegene Polizeidienststelle.